Ladies and Gentlemen, und da sind wir auch schon in der wahrscheinlich letzten Folge Batman Arkham Knight. Denn, ihr könnt es sehen, die Zellbelegung ist zu 99% ausgelastet. Wir haben 97 in den Arrestzellen und es fehlt noch einer in der Hochsicherheitszone. Und um diesen einen noch zu bekommen, nämlich den Riddler, habe ich jetzt offscreen einfach mal alle Rätsel gemacht. Das ist sehr schön. Hier, alle drin. So, und das letzte Rätsel haben wir hier drin. Soweit ich weiß. Jawohl. So. Und da... Alles klar. So, und dadurch, dass wir jetzt die letzten Rätsel gelöst haben, haben wir jetzt hier die ganzen Tonbänder freigeschaltet. Das müssen wir mal ganz kurz gucken. Ja, gar nicht. Hier war noch. Zack. Zack. Und zack. So. Und die hören wir uns jetzt erstmal eben an. Moment. Stopp! Wir wollen doch erstmal Nummer 1 hören. So. Es war Zeit für ein Gespräch und das hier auch, Batman. Ich weiß, warum du ohne Cobblepot und den anderen mit mir sprichst, Crane. Du willst meinem Ego schmeicheln. Funktioniert es? Ha! Ich habe überhaupt kein Ego, Crane. Ich bin viel zu brillant dafür. Zu brillant für dich. Natürlich, Edward. Nichtsdestotrotz haben wir einen gemeinsamen Feind. Ein Gegner, den ich sogar mit nur einem intakten Hirnlappen besiegen könnte. Und doch schlägst du mir ein Bündnis vor, bei dem du in meinem strahlenden Glanz baden könntest. Aber was, wenn du scheiterst, Edward? Wenn, unter Hilfe unlauterer Mittel natürlich, Batman dich erneut demütigen sollte. Absurd. Ein furchtbarer Gedanke, Edward, ich weiß. Selbst eine solch beneidenswerte Reputation kann es in Niederlagen entstecken. Aber wenn Batman abgelenkt wäre, er von allen Seiten bedroht werden würde und sich um so vieles kümmern müsste, nun, dann würdest du sicher die Oberhand gewinnen. Ich weiß nicht, was ich zu diesen lächerlichen Unterstellungen sagen soll. Also sage ich jetzt so. Sag mir, an welchem Tag du Gotham angreifen willst, und ich werde meinen ganz eigenen Masterplan möglicherweise zufällig an eben jenem Tag umsetzen. Zu freundlich, Edward. Ich werde also auf das Beste hoffen. Okay, Tonband Nummer 2. Wer ist da? Ah, Miss Kyle. Du hast das Vergnügen, mit mir zu sprechen. Dem Riddler, Gothams führendem Superschurken und intellektuellem Koloss. Ich fühle mich geehrt, Eddie. Wirklich? Ciao. Halt. Ich komme hier zur Sache. Ich benötige jemanden mit deinen einzigartigen Fähigkeiten, deinem Know-how, wie es die minderbemittelten Kriminellen deiner Sorte so reizend ausdrücken. Ich werde jetzt ganz reizend auflegen, Eddie. Nein. Hör zu, ich benötige etwas Wertvolles. Sorry, Eddie. Ich habe noch Klienten, die keine unsicheren, machtversessenen Kindsköpfe sind. Schön. Nenn mir deinen Preis. Informationen? Ah, das wertvollste Gut von allen. Scarecrow plant etwas. Es geht um Batman. Womöglich bin ich im Besitz der absurden Details zu diesem lächerlichen Plan. Wenn du mir sagst, was ich wissen muss, besorg ich dir, was du willst. Aha. Na gut, okay. Riddlerbot weiter formatiert. Adaptiver Tastencode eingespannt. Gelenke geölt. Dann
besorge mir doch ein paar aufladbare Energiezellen. Die Nimbus-Zellen von Zack Enterprises sollten gehen. Wayne Enterprises hat sicher etwas Ähnliches. Na klar, war mir wieder ein Vergnügen. Bis auf das Gespräch mit dir. Warte, schau dir wenigstens kurz an, was du für mich sehen sollst. Da, in der Brustöffnung des Roboters. Nur zu, er weiß nicht. Aha, haben wir jetzt erfahren, wie die gute Miss Kyle vom Riddler gefangen wurde. So, Pinguin. Ja, da sehen wir aber wieder, der gute Pinguin ist wieder sehr freundlich. So, was haben wir denn jetzt hier noch an Tonbändern? Okay, der Typ ist nicht ganz knusperer.
dein Vater dich liebt. Daddy liebt seinen kleinen Pitt. Der Zirkus ist weit gereist und wir haben vielen traurigen Menschen Freude gebracht. Sie gehören jetzt zu uns wie eine große Familie. Jede Woche wächst sie. Jetzt kein Schmerz, kennen keinen Kummer. Ich nenne sie mein. Alter Schwede, also diese Tonbänder sind ewig lang. What the fuck, ey? Joker, Arkham Knight, der komische Typ auch noch. Ja, alles klar. Ich würde sagen, der hat einfach mal seine Frau umgebracht. So, Pinguin haben wir. Hören wir uns mal noch die interessanten Sachen an. Arkham Knight. Mal gucken. Ich hatte schon befürchtet, meine bevorzugte Verhörmethode würde nicht gebraucht werden.
du sie, wieso ich diese Spritzen an der Hand trage? Weil du irre bist? Für gewöhnlich verteile ich mein Toxin als Aerosol. Das ist effizient, aber nicht rein. So kann ich den Terror mit einer konzentrierten Dosis auslösen, die direkt in den Blutkreislauf gegeben wird. Wundervoll anzusehen. Die Langzeitschäden sind natürlich schwerer. Bist du dann fertig? Ja, aber sie haben gerade erst angefangen zu reden. Wenn mein Toxin die Grenze zwischen ihrem Bewusstsein und ihren unterbewussten Albträumen öffnet, wird ihre erbärmliche Renitenz in einer Flut aus Ängsten untergehen. Du redest immer noch. Nun gut. Lass sie in Ruhe. Oh! Da kam der Arkham Knight. Da hat er sich offenbart. Die gute Barbara hat wieder alles rausgefunden, beziehungsweise er hat sich ja selber offenbart. So, letzte Tonbandreihe. Ach nee, gibt's nur eins. Vor 2 Jahren habe ich Jokers Plan aufgedeckt, eine Armee von Mutanten auf Gotham loszulassen. Er hatte seine Handlanger mit Titan genetisch verbessert. Bevor ich ihn aufhalten konnte, schluckte der Joker eine Überdosis Titan und mutierte zu einem riesigen Monster. Ich konnte ihn besiegen, aber diese Überdosis hatte schwere Nebenwirkungen. Joker lag im Sterben und brauchte ein Heilmittel. Er infizierte mich mit seinem Blut. So hatte ich keine andere Wahl, als ihm zu helfen. Aber das war noch nicht alles. Er infizierte Blutkonserven in ganz Gotham, weshalb diese Patienten hier unter Quarantäne stehen. Jokers mutiertes Blut wirkt wie ein Zellgift, das das Gehirn angreift und die Menschen verwandelt. In ihn. Wenn wir keinen Weg finden, diesen Prozess umzukehren, wird niemand aufhalten, was er entfesselt hat. Ja, so sieht's aus. So, wir haben eigentlich noch Scarecrow und Simon Stagg, aber ich denke, wir machen uns jetzt mal auf den Weg zu Riddler. Vielleicht können wir das nebenbei laufen lassen. Mal gucken. Schauen wir mal. Fangen wir an mit Scarecrow. Moment, machen wir einmal ein bisschen lauter. Audio.
Dialog. Moment, vielleicht noch ein bisschen lauter. Ja, man erfährt also so ein bisschen, wie das Ganze zusammengekommen ist, ja, wie Bruce, beziehungsweise wie Jason zum zu Scarecrow gekommen ist. Das Ding macht uns platt. Ja, so sieht's aus. Ach ja, schon. Und wie er sich Barbara offenbart hat. So, wie gesagt, diese ganze Geschichte, weiß nicht, ob wir die jetzt komplett noch hören wollen. Ob uns das jetzt sowas bringt. Ich weiß es nicht. Na komm, Scarecrow hören wir uns noch zu Ende an. Und dann gehen wir rein. 3 Milliarden sind eine beträchtliche Investition. Es gibt zahlungswillige Menschen. Und was genau würden wir für unser Geld bekommen? Panzer, Drohnen, bestens ausgebildete Infanterie. Du glaubst, du kannst Panzer nach Gotham bringen? Wir nehmen die Stadt als Geisel. Wir erschaffen Panik. Dann Chaos. Eine Ablenkung. Ja, da werden die Pläne geschmiedet. Wenn du ihn tot sehen willst, warum bist du hier? Du wirkst kompetent. Weil er leiden muss. Ich wusste das, also soll er es auch. Etwas Persönliches also. In dieser Stadt gibt es viele, die sich auf Schmerzen verstehen. Nicht diese Art von Schmerz. Richtiger Schmerz. Ah, du willst ihm Angst machen. Ich habe gesehen, was dein Toxin leistet. Das will ich. Du weißt recht. Viel über uns, Arkham Knight. Aber in einem Punkt liegst du falsch. Ich will Batman nicht tot sehen. Ich will ihn ungeschehen machen. Tod ist der besser dran. Töte ihn und er wird zum Märtyrer, zu einer Legende. Aber brich ihn, erniedrige ihn, ängstige ihn und lass die Welt dabei zusehen. Dann ist er nichts weiter als ein Mensch. Hör zu. Tu nur, was du willst, Crane. Aber wenn du fertig Na gut, aber denk daran, ihn zu töten wird ein Akt der Gnade sein. Ja, okay. Das war recht informativ. Oh Gott, jetzt ist ja schon wieder so laut der Kerl. Jetzt werden wir die Dialoglautstärke wieder ein bisschen runterstellen. Wir gehen jetzt rein. Und werden jetzt Meisterlampe uns vornehmen. So. Na dann. Rätsel erledigt. Holla. Ritter, du hast dir das Recht erkämpft, durch meine mechanischen Hände zu sterben. Damit alles klar ist, ebenbürtig sind wir auf keinen Fall. Du hast nicht den Hauch einer Chance auf den Sieg. Könnte ich doch nur behaupten, diese einseitige Rivalität hätte mich intellektuell stimuliert. Aber ehrlich? Ich langweile mich schon zu lange. Dein Tod wird mir gestatten, mit anderen Dingen zu widmen. Erbauliche Taten. Okay, da sind aber auch schon wieder Rote dabei. Wie soll ich die denn platt machen? Ein Rätsel.
Uncool. Ach, guck mal. Wen haben wir denn hier? Aber für mich sieht das nach Schummeln aus. Nein! Was machst du denn hier? Das ist nicht dein Kampfkatze! Eddie, Liebling, du hast mich doch eingeladen. Und mich dann an den Stuhl gefesselt. Hätte ich nicht zu kommen brauchen. Und du tust so, als wäre ich undankbar. Alle, hopp! Du solltest nicht hier sein! Du solltest es nie so weit schaffen! Oh, wie böse dieses Rätsel löse! Das war knapp! Zack! Und weg! Truff! Nein, mein Plan! Oh. Mein Plan! Ah, oh, nee, jetzt stehen die Scheißviecher wieder. Warum greifst du denn vor allen Dingen ganz genau den an? Das ist auch, ne? Und der nächste bitte. Oh lol. Deine Bestandteile zerlegen. Truff. Es war perfekt. Mein perfekter Sieg. Noch einmal. Na los. Oh lol. Kannst du mithalten? Ja, dann machen wir die jetzt hier einfach mal ein bisschen platt. Ach, komm. Nicht mehr viel. Alter. Okay. Gut, das wird eng. Gleichzeitig denken. Ist das jetzt die letzte Runde? Nein! Du kannst nicht gewinnen! Ich kann nicht verlieren! 3, 3, 1, 2. Oh, danke. Das war knapp. Komm, erledige ihn. Jawohl. So, Mr. Riddler, das war es gewesen, mein Freund. Rein mit dir in die Karre. Oh, der sieht gut aus. Wir haben auf die Schnauze gekriegt jetzt hier. Danke, Selina, für die Rettung in letzter Sekunde. Das war sehr heldenhaft. Alles war unter Kontrolle. Sicher war es das. Jetzt sei eine gute Maid
und küss deinen strahlenden Helden. Benimm dich. Du spielst ja gar nicht mit? Nein, nicht mehr. Und was soll das bitte heißen? Das ist das Ende, Selina. Es heißt, wir können nicht. Ich kann nicht. Ich sehe dich doch wieder, oder? Niemand wird das. Gotham braucht etwas anderes, etwas Härteres, das es verteidigt. Einen neuen Mythos. Eine Legende, die stärker ist, als ich es jetzt sein kann. Eine Legende, die nur aus Batmans Asche auferstehen kann. Manches kann man nicht allein tun, Bruce. Knutscherei! Aber manchmal muss es sein. Ruf, wenn du mich brauchst. Nein. Oh. Ich weiß. Ich wollte es nur gesagt haben. Oh, männlich. Männlich, wie er ist. So, wir liefern den Riddler ab. Und dann werden wir sehen, was Protokoll Nightfall bedeutet. Was passiert mit mir? Du bist doch der Klügste, Edward. Das findest du sicher heraus. Nein, Betrüger! Catwoman hat betrogen! Sie hat meinen Sieg geklaut! Ich hatte von Anfang an verloren. Das ist selbst nach deinen Regeln kein faires Spiel. Es war fair, dass du unfähig bist, die mehrphasige Verschlüsselung der Roboter zu knacken, ihr spezielles Betriebssystem zu dekompilieren und sie mitten im Kampf umzuprogrammieren, heißt nicht, dass du Hilfe holen darfst. Du brauchst Hilfe. Ich brauche niemals Hilfe mit irgendwas. Tja, doch. Ich glaube schon, mein lieber Freund. So, dann. Abgeliefert. Und dann werden wir sehen, was Protokoll Nightfall ist. Und dann haben wir Batman Arkham Knight. Nach 45 Folgen, 44 Folgen durchgespielt. Also abgeliefert. Raus mit dir, Enigma. Ich hätte mich selbst doppelt so schnell hergebracht. Ja. Okay. Verrat mir mal das. Was ist grün, stolz und wurde so richtig vermöbelt? Wie überaus amüsant. Ich werde keinen Anwalt benötigen, Sie emporgekommener Wachhund. Ich werde mich selber verteidigen. Ja. Ah. Vergiss nicht, du Nervensäge. Jedes Rätsel, das du löst, gibt mir ein paar mehr Informationen über dich. Bald habe ich eins für dich, das dich umbringt. Deine Rätsel sind eine Grauen. Alfred, die Stadt ist sicher. Ausgezeichnet, Sir. Gothams niederträchtige Subjekte wurden in ihre Schranken gewiesen. Sie könnten außerordentlich stolz auf sich sein. Die Stadt steht für immer in ihrer Schuld. Zeit für Nightfall. Es ist alles bereit, Sir. Der Batwing ist auf dem Weg zum GCPD-Treffpunkt. So, Nightfall. Dann lass uns mal schauen, was Nightfall ist. Ich hab mir schon immer gedacht, dass der Mensch in diesem Anzug. Aber so wie das scheint, nichts Gutes. Beziehungsweise schon was Gutes, aber vielleicht das Ende von Batman? Meine, die ersten Worte waren ja, so starb Batman. Man weiß es nicht, was da jetzt genau passiert. Also, Abby. Alle, die Bruce Wayne kennen, befinden sich plötzlich in der Schusslinie. Natürlich, weil das ja auch so viele sind. So, auf jeden Fall ist jetzt hier Treffpunkt beim Batwing. So, Nightfall Protokoll einleiten. Das werden wir mal tun. Also, lasst euch überraschen, Leute.
ist sicher. Danke, Bruce. Für alles. Leb wohl, Jim. Hier ist Vicky Vale für GCN, direkt vor Wayne Manor. Nach der dramatischen Enthüllung, dass Milliardär und Playboy Bruce Wayne... Da ist er. Nimmst du noch auf? Wollen Sie das wirklich tun, Master Bruce? Ich muss. Nur so können wir sie schützen. Nun gut. Wir sahen gerade Bruce Wayne, der sich als der maskierte Rächer Batman herausgestellt hat. Und keinen Kommentar. Ja, ich würde es gespielt. So ist der Batman gestorben. Jo, der hat einfach mal sein Haus in die Luft gejagt, alles klar. Ein Freund sagte mir mal, Kriminelle seien ein feiger und abergläubischer Haufen. Dass man, um sie zu besiegen, etwas braucht, das ihnen Angst macht. Jetzt verstehe ich. Seine Welt wurde dunkler und unsere auch. Als sein Krieg vorbei war, konnten wir ein neues Leben beginnen. Er hat uns befreit. Damit wir leben. Damit wir lieben können. Oh, Tim Drake und Barbara Gordon heiraten. Durch eine Untersuchung. Hunderte Verdächtige. Wer tötete Bruce Wayne? Wir werden es wohl nie erfahren. Wie geht es weiter? Kriminelle sind feige und abergläubisch. Was geschieht, wenn sie nichts mehr fürchten? Wer beschützt Gotham? Jetzt, da Batman tot ist. Sein Geld. Hey Freak, vielleicht wusstest du es nicht. Batman ist tot. Ja, sowas macht uns keine Angst mehr. Was zur Hölle? Und das war die komplette Batman Arkham Reihe. Wir haben es geschafft.
alle Spiele, die uns Rocksteady gebracht hat und Warner Brothers, haben wir bewältigt. Auf jeden Fall eine geile Reihe gewesen, die sehr viel Spaß gemacht hat. Und auch wenn es immer so ein bisschen mit der Sammelei dann hinten raus nervig war, aber storytechnisch der absolute Knaller. Und dafür muss man immer wieder sagen, Dankeschön an die Entwickler, Dankeschön an das gesamte Team und natürlich auch Dankeschön an euch, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Jetzt sehen wir noch mal ein paar interessante Bilder, wie alles angefangen hat. Vom Asylum. Vom Einkerkern. Bis hin zum Ende. Ja, das war wie gesagt eine weitere Spielereihe auf diesem Kanal, auf WoW Gamblin. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich werde mich jetzt ransetzen, The Witcher weitermachen. Denn da, denke ich, werden jetzt schon, wenn ihr die Folge hier seht, die nächsten Folgen kommen. Denn ich habe die zwei DLCs noch vor mir. Und das wird natürlich sehr interessant. Auch ein paar League of Legends Videos werden jetzt wieder kommen. Oder laufen ja auch schon. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, euch bei den nächsten Videos wiederzusehen. Und hoffe natürlich, euch gefällt, was ich mache. Ich bin zu Hause im Asylum. Im Asylum. Und jetzt gibt es noch ein kleines Ständchen vom Joker. Ganz allein im Asylum. Nein, verlass mich nicht, hab ich gewimmert. Jetzt sitze ich fest, tief im Innern seines Bewusstseins. Interessant ist aber, dass sie nicht mit dieser Rückblende bei Origins anfangen. Aber gut. Also Leute, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Die Credits laufen jetzt noch durch. Ist doch jetzt eine sehr lange Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, beim nächsten Ründchen. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Seinem Kopf kann nicht lachen. Ich wär viel lieber tot und kann nicht mehr lachen. Hab gebettelt, gefleht, doch er lässt mich nicht lachen. Ich sag es dir nun, ich würde alles für dich tun. Das Ass, der Schurken war. Meines Lebens, wer lacht jetzt zuletzt? Ich steck in seinem Kopf, kann nicht lachen. Ich wär viel lieber tot und kann nicht mehr lachen. Nimm Robin stattdessen, dann würd ich lachen. Ich bin erledigt, das war's mit mir und das alles weh. Es war meine letzte Tournee. Der allerletzte Dreh.
bevor der Vorhang fällt, will ich, dass das Blut spritzt und quillt. Das Schöne kann nicht ewig währen, jetzt lacht niemand mehr. Ich steck in seinem Kopf, kann nicht lachen. Ich wär viel lieber tot und kann nicht mehr lachen. Hab gebettelt und gefleht, doch er lässt mich nicht lachen. Oh, was sonst bleibt mir? So nah und doch so fern von dir. Thank you.